Ja, auf einmal schlägt das Wetter um und die Wassertemperatur hier am Kupfersee geht von normal auf kalt. Und schlagartig funktionieren die Spots natürlich nicht mehr so wie vorher gewohnt. Ich habe auch noch ein paar Informationen von Anglern, vielleicht auch direkt von dir, wo ich mal hingehen soll und das mal testen soll. Gehe ich bestimmt auch noch hin, wenn die Wassertemperaturen wieder auf normal sind. Und jetzt bei kalt geht aber trotzdem noch ein bisschen was. Also ich stehe jetzt hier schon eine Stunde an dem Spot, denn auch bei diesen kalten Temperaturen werden hier gute Fische gefangen. Sowas wie die Kwolsdorfski-Schleie, das wäre natürlich der absolute Hammer, wenn das Ding reingeht. Aber das Ding scheint absolut random zu sein. Natürlich funktioniert es oder triggern die typischen Schleienaromen, auch die Kwolsdorfski-Schleie. Aber gezielt auf diese Schleie zu gehen oder gezielt dahin zu gehen und sagen, okay, ich fange jetzt mal eben diese Schleie, das sieht wahrscheinlich nicht so gut aus. Also wohl eher nicht der Fall, dass man das Ding gezielt beangeln kann. Wir können höchstens die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir die irgendwie fangen, indem wir einfach komplett immer versuchen, auf Schleie zu gehen. So, und hier an der Stelle, ja, da soll sie reingegangen sein, aber hier an der Stelle ging auch noch einiges anderes rein. Und wie gerade schon gesagt, ich bin jetzt hier schon knapp über eine Stunde und teste grundsätzlich wieder eine Aromatik, die ja schon ewig funktioniert, Sahne. Sahne funktioniert einfach. Jetzt ist bloß die Frage, wie variieren wir das? Welche Ködervarianten nehmen wir? Also, welche Kombination machen wir vielleicht sogar noch mit Sahne, mit vielleicht Kokossahne, mit verschiedenen Dips und natürlich dann auch futtermischentechnisch, was verwenden wir? Was mir schon aufgefallen ist, der C2 Super Freak scheint zurzeit zu funktionieren an verschiedenen Spots. Ich habe das gestern auch schon ein bisschen probiert, wo das Wasser noch normal war, aber da habe ich natürlich noch nichts aufgenommen. Aber wenn sich das Wasser wieder ändert, werde ich da noch mal ein bisschen gezielter drauf probieren. Also wie gesagt, der scheint ganz gut zurzeit zu funktionieren an verschiedenen Spots. Nach wie vor natürlich auf Sahne, auf süße Aromen immer noch der F1 Karpfen. Wenn du nicht mit Boilies hier bist, wenn du vielleicht einfach mal dir den See als 5-Stunden-Tour gekauft hast, auch einfach mal an diesen bestimmten Spots immer mal mit einem Tauwurm testen. Tauwurm und F1 Karpfen funktioniert auch immer wieder richtig gut. Ansonsten muss ich sagen, komplett gemischt. Also wenn man hier reingeht, fangen wir einfach mal an hier. Einfach nur auf Sahne weiß, also einfach nur Kunstmais, Pop-up, Sahne. Dann geht da einiges drauf, ne? Also Dinkelsbühler, der F1 Karpfen und so weiter. Also es geht da sozusagen fast alles drauf, aber eben auch hier mit Kokos und Sahne. Und das hatte ich zuletzt auch schon mehrfach, auch letzte Woche schon, dass eben auch Kokos und Sahne eine ganz gute Kombinationsmöglichkeit ist, eben auch für die Schleie und das gerne mal so ein bisschen triggert. Auch hier der Super Freak einfach nur auf Sahne weiß zum Beispiel. Aber wie immer, wir gucken uns das gleich auch nochmal im Detail weiter an. Also den Spot natürlich, wo wir hier sind und das Setup und so weiter. Nee, ne? Ja, sensationell. So ist es nun mal. Das Dingen ballert immer wieder rein. Aber seien wir doch froh, auch wenn das mittlerweile relativ leicht zu fangen ist, also der F1, auch wenn er sehr leicht zu fangen ist, wir wollen ihn ja. Also, es bringt Silber, wir nehmen ihn gerne mit. Also, der einzig gut funktionierende Fisch immer noch hier am Kupfersee, den man so einigermaßen gezielt beangeln kann. Wie gesagt, so mit Sahne und Süß und Karamell oder eben tatsächlich auch mit Tauwurm. Ja, wo sind wir denn hier? Welche Stelle ist das? Viele haben es wahrscheinlich schon erkannt. Ich meine, das Gewässer ist nicht so riesig groß. Wir gucken mal eben auf die Map. Also ganz oben die letzte Möglichkeit, um zu angeln. Weiter geht's hier nicht. Also der letzte Punkt sozusagen, wo man hier hinlaufen kann. Ab hier ist dann quasi die Map-Grenze.
und wir werfen dann hier auf 12 Meter aus. Das heißt, wir landen hier ungefähr an dieser Kante und sind immer noch in diesem flachen Bereich. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen weniger testen. So zwischen 8 oder 7 bis 10 Meter, vielleicht auch in diesem Bereich einfach auch noch mal ein bisschen testen. Denn gerade auch hier in diesem Bereich sehen wir ja noch die Seerosenfelder. Und auch das ist eben durchaus immer eine Option, wenn man auf Schleie ist. Vielleicht teste ich das auch gleich selbst noch ein bisschen. Ich habe jetzt hier eine Stunde auf 12 Meter geangelt. Und dann gehe ich jetzt gleich einfach ein bisschen zurück. Gehen wir mal so auf 7 oder 8 Meter. Und dann werfe ich einfach mal hier vorne rein. Guck mal, hier ist sogar noch so eine kleine Lücke zwischen dem oberen Feld und dem unteren Feld. Das sieht doch ideal aus für die Schleie. Da werde ich auf jeden Fall gleich mal reinwerfen mit der gleichen Köderkombination, Futtermische und natürlich mit dem gleichen Setup. Und das Setup gucken wir uns jetzt mal eben an. Ja, so sieht das ganze Setup aus. Mittlerweile hier unterwegs mit der Royal Picker. Also im Grund Leitfischen bin ich gerade unterwegs. Das bedeutet 3000er Rolle, mehr geht nicht. Hier jetzt die Simon P-Series, richtig, richtig gutes Gerät fürs Grundleitangeln mit 16 Kilo. Sehr wenig Verschleiß, also das kann man wirklich gut strapazieren und das funktioniert richtig gut. Auch da die Schnurkapazität, klar ist das gering, aber bei den 3000ern ist das immer noch eine der Rollen mit der höheren Schnurkapazität. Es gibt einige auch dabei, auch hochwertige, die eben noch unter 100 Meter Schnurkapazität drauf haben. Also das funktioniert ganz gut. Ich bin jetzt hier mit einer 028er mit 22 Kilo unterwegs, hier als geflochtene Schnur auch. Trotz allem, wie gesagt, ist der Verschleiß gar nicht so groß. Wenn ich die für kleinere Fische verwende, gehe ich hier auch auf eine geflochtene Schnur mit ungefähr 13 Kilo. Ich bin auch ständig, fast immer nur mit 13 Kilo hier an Vorfächern unterwegs, ob geflochten oder Monoschnur, meist so um die 13 Kilo herum. Auf 18 Kilo gehe ich fast gar nicht mehr, weil ich das Gefühl auch einfach habe, es geht noch mal mehr. Es ist noch mal eine bessere Frequenz, wenn man hier noch mal feiner reingeht. Dementsprechend gehe ich halt hart in den Drill. Der Drill braucht einfach ein bisschen länger, aber dann, wie gesagt, hier mit den 13 Kilo klappt es immer ganz gut. Ja, hier inzwischen natürlich das, was es zur Verfügung gibt, das 18 Kilo Leadcore dazwischen, die 22 Kilo Schnur. Wie gesagt, ab und zu, wenn ich weiß, es gehen nur größere Fische rein, dann gehe ich eben auch mal hier auf 18 Kilo Vorfächer fürs normale Karpfenangeln zum Beispiel. Wenn man das machen will auf Light Setup, dann geht das natürlich ganz gut. Ja, im letzten Video zum Was kaufen am Kupfersee Video, ich verlinke das nochmal, alle Rollen und Routen, die sinnvoll sind und die sich lohnen am Kupfersee hier, die sind da beschrieben. Und ja, da habe ich diese Route hier gekauft mit plus 10% aufs Grundfischen, damit wir einfach nochmal eine höhere Chance haben, mehr größere, maßige Fische zu fangen. Das ist natürlich das A und O und dann haben wir natürlich auch eher eine Chance, eine Trophy dabei zu haben. Ja, so viel zum Setup. Wie gesagt, Pop-Up-Rigs. Vielleicht kann man es auch nochmal mit klassischer Haarmontage probieren. Auch durchaus eine Option. Da gibt es ja eben auch noch die Sahne-Boilies Soluble, die auflösenden Sahne-Boilies. Das lohnt sich auch immer wieder hier beim Grundangeln. Und apropos Boilies, jetzt gucken wir uns natürlich auch noch die Köderkombination an und die Futtermische. Ja, auf dem Setup jetzt hier gerade 16er Pop-Up, einfach nur Sahne, ne? Süße Sahne, dann hier auch wieder den Mais mit Sahne und eben Sahne-Dip. Ganz klassisch sozusagen Pop-Up-Rig mit Sahne. Das zweite Rig ganz genauso, also hier auch mit 16er. Man kann auch gerne die 12er mal probieren, funktioniert auch immer wieder ganz gut, einfach auch nochmal für eine höhere Frequenz. Und das hier so ganz klassisch einfach nur mit dem Maiskorn, einfach auf Masse wieder für eine hohe Frequenz, klappt das natürlich hier am besten. Und ja, wie gerade schon gesagt, bei sinkenden Boilies immer gerne die auflösenden Boilies verwenden, die Soluble, denn das klappt ganz gut. Hier in der Kombination ist es jetzt eine Mische. Die hatte ich gesehen im russischsprachigen Discord. Das ist einfach nochmal komplett auf süß hier angelegt.
Also nochmal mit Biskuit mit drin, mit Keks mit drin als Komponente und dann einfach nur zweimal süße Sahne Feed Pellets und Sahne natürlich nochmal als Aroma. Mais immer auch wieder wichtig. Meine klassische Kombination für Schleie beinhaltet kein Keks und kein Biskuit, sondern eher nochmal klassische Aromen für Schleie. Also Hanf-Feed-Pellets, magischer Hanf zum Beispiel. Oder dass man da nochmal Mais extra reintut. Also alle Aromen, die eben für die Schleie interessant sind, plus zwei oder drei Aromen dann, die dann dem Köder entsprechen. Hier jetzt in dem Fall eben Sahne. Ja, es geht auch jetzt in Richtung Abendstunden. Also so ewig wird das hier wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Der Spot ist wahrscheinlich schon ganz gut leer gefischt. Das heißt, als nächstes gehe ich zum nächsten Spot. Und da gab es von der Martina aus dem Discord auch nochmal eine Info, dass es hier vorne auch ganz gut funktioniert. Und auch da hat sie die Kwolsdorski-Schleie schon gefangen. Auch da gibt es immer mal wieder die Information. Hier ist ja auch ein ganz großes Seerosenfeld. Das heißt, das werde ich gleich nochmal testen. Bei kalten Wassertemperaturen, also im flachen Wasserbereich, flacher Bereich, auch hier, naja, es ist nicht mehr so ganz flach, aber in diesem Bereich eben, wobei wir sind ja hier, wenn wir hier stehen, diesen Steg gibt es ja nicht, wir sind ja hier quasi, wenn wir auf 10 Meter werfen, ziemlich genau auch an der Kante oder noch nicht mal. Das sind ja, na, bei 10 Meter sind wir schon hier in dem Bereich, ne? Aber in diesem Flachbereich einfach versuchen zu angeln, bei kaltem Wasser. Der Flachbereich wärmt sich eher auf, die Karpfen halten sich dort eher auf. Und wenn es dann wieder normal wird von der Wassertemperatur, dann ziehen die auch wieder in etwas tiefere Bereiche im See. Na, komm ran hier. 2,6 Kilo. Also auf F1 Karpfen ist Verlass. Und wieder raus damit. Ein bisschen, also bis in die Abendstunden werde ich es hier noch probieren. Und dann geht es weiter, dann wird weiter getestet, weiter probiert und demnächst teste ich auch nochmal mehr mit dem Sigrig, denn irgendwie muss das ja funktionieren. Oder wir suchen gemeinsam im Livestream, montags, mittwochs und freitags ist ja immer der Livestream, immer nur zu Russian Fishing 4 komplett und da kann man natürlich auch gemeinsam mal suchen, ab in einem Wettbewerb vielleicht, alle rein, nur auf Sigrig. Und dann wird getestet, wo läuft was richtig gut. Wäre vielleicht was für heute Abend. Also, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, einfach mal vorbeischauen im Livestream. Und dann sehen wir uns im Livestream oder im nächsten Video. Petri, bis zum nächsten Mal.